Wir beginnen aber mit Steffen Lange. Steffen Lange ist beim IWW im Projekt Digitalisierung und sozial-ökologische Transformation und wird heute über den Zusammenhang von Digitalisierung, Ökonomie, Wachstum und so weiter reden. Und ganz vielleicht, er hat die Hoffnung offen gelassen in dem Ankündigungstext, schaffen wir es ja mit Digitalisierung doch immer weiter zu wachsen. Vielleicht. Toi, toi, toi. Viel Spaß. Ja, vielen Dank. Guten Morgen auch von mir. Ich steige direkt ein. Beziehungsweise ich sage noch kurz was. Hat ja schon gesagt, die Forschungsgruppe Digitalisierung und sozial-ökologische Transformation. Wir sind an der TU Berlin und am IÖW. Tilman Santarius, der gestern einen Vortrag gemacht hat, ist da auch mit drin. Johanna Pohl, Vivian Frick, wir laufen hier alle rum und erzählen von unseren verschiedenen Forschungsprojekten. Das, was ich heute erzähle, ist sozusagen ein Ausschnitt aus dem Buch Smarte grüne Welt, das ich zusammen mit Tilman Anfang des Jahres rausgebracht habe und spitzt es ein wenig zu, würde ich sagen, und zwar mit der ökonomischen Perspektive. Ich fange nochmal mit der großen Geschichte an, Industrie 4.0, Second Machine Age. Was passiert gerade in der Weltökonomie? Es wird eben von einer neuen Epoche gesprochen. In dieser Logik der industriellen Revolution wird immer über Technologien auf drei unterschiedlichen Ebenen gesprochen. Die erste industrielle Revolution, getrieben von der Lokomotive, vom Kohleabbau und von der Druckmaschine, die sich verbreitet hat. Diese Technologien haben die erste industrielle Revolution vorangetrieben. Die zweite dann mit dem Auto, Öl und Telefon, neue Technologien, die mit einem neuen Wachstumsschub einhergehen. Und die dritte, manche sprechen jetzt von der vierten, ich wäre da vorsichtig, ich würde sagen, die dritte ist jetzt im elektronischen, im IT-Zeitalter hier mal dargestellt durch potenziell selbstfahrende Autos, durch erneuerbare Energien und durch das Smartphone als Kommunikationsmittel. Kurz zu dem Hinweis, dritte, vierte industrielle Revolution, es gibt dann auch Menschen, die sagen, dadurch, dass es, also sozusagen erst kam die elektronische Revolution, das war die dritte und jetzt kommt die Vernetzung, das ist die vierte. Ob man das jetzt im Nachhinein in 50 Jahren immer noch so ausdifferenzieren wird, bin ich gespannt, weiß niemand. Ist auch die erste industrielle Revolution, die vorhergesagt wurde. Die anderen wurden eher aus der historischen Retrospektive so definiert. Was aber, egal ob wir jetzt über Industrie 3.0, Industrie 4.0 oder Second Machine Age sprechen, da ist die Idee, dass jetzt, also da wird nur die erste und jetzt die neue Revolution verglichen. Was auf jeden Fall alle Analysen sagen, ist, dass in diesen Veränderungen Arbeitstätigkeiten, die vorher von Menschen ausgeführt wurden, durch Algorithmen und Roboter ausgeführt werden. Und da durch diese Analyse kam dann ab 2013 der große öffentliche Diskurs auf, wie viele Arbeitsplätze werden verloren gehen, wie schnell werden diese Arbeitsplätze verloren gehen, welche werden da verloren gehen. Hier ein Ausschnitt aus den Zeitungsüberschriften, die da entstanden sind. 2013 kam eine Studie raus, die das so angestoßen hat. Die Zahlen variieren, also diese Studie war, glaube ich, so erfolgreich, weil sie gesagt hat, in den USA werden 42% der Jobs verloren gehen innerhalb der nächsten 20 Jahre, also von 2013 angedacht. Das wurde dann relativiert, diskutiert, es variiert dann die Zahl zwischen 8% und 50% irgendwo. Will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Kann man auch im Grunde nicht sagen, weil das ist so ein Blick in die Zukunft, niemand weiß es. Es ist auch aus meiner Sicht ganz unklar, ob das jetzt wirklich was Neues ist, weil seit der industriellen Revolution es immer so war, dass durch technologische Veränderungen bestimmte Arbeitsplätze von Maschinen, jetzt Robotern, Algorithmen abgelöst oder zumindest bedeutend produktiver gemacht wurden und dadurch gab es weniger Jobs. Ob das jetzt schneller geworden ist als vorher, ist aus meiner Sicht noch ganz unklar. Was aber gleichzeitig natürlich stimmt, ist, dass das passiert. Also dass Jobs von Algorithmen und Robotern übernommen, rationalisiert werden. Aus meiner Sicht die spannendere Frage, wie viele es jetzt sind, ist die Frage, welche Jobs wegfallen in dieser Transformation und welche hinzukommen.
Hier zwei wunderbare Graphen, die ich weiß, sehr schwierig zu lesen sind. Auf der linken Seite ist der Zusammenhang zwischen der Wahrscheinlichkeit, dass ein Job rationalisiert wird, unten, und auf der vertikalen die Höhe des Lohns. Das hatte Tillmann auch in der Präsentation gestern schon. Und auf der rechten Seite das Gleiche, nur für den, das Bildungsniveau. Und da sieht man, dass die Jobs, dass die Menschen, die einen relativ geringen Lohn haben und die ein relativ geringes Bildungsniveau haben, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass deren Job in Zukunft durch hier Computerisierung, man könnte auch Digitalisierung sagen, übernommen wird. Gleichzeitig, ich habe ja schon gesagt, es kommen auch neue Jobs hinzu, also diese Roboter und diese Algorithmen möchten entwickelt, betrieben und weiter gedacht werden. Das sind gleichzeitig wiederum Jobs, die eher hochqualifizierte Menschen braucht, das heißt, da entstehen neue Jobs. Insgesamt bedeutet das, dass wir eine weitere Polarisierung des Lohns haben werden, also eine steigende Ungleichheit, was erstmal die Löhne angeht. Weil eben die Hochqualifizierten, die eh schon einen gut bezahlten Job haben, noch mehr nachgefragt werden auf dem Arbeitsmarkt, wohingegen Geringqualifizierte Schwierigkeiten haben, ihren Job verlieren und einen anderen Job sich irgendwie suchen müssen, da komme ich gleich noch zu. Also eine Polarisierung der Löhne. Dazu kommt eine zweite Entwicklung, da habe ich keinen Graph zu, eine Verschiebung zwischen Lohneinkommen und Kapitaleinkommen. Sehen wir in vielen OECD-Ländern schon seit 20, 30 Jahren, dass eben der Anteil des Gesamteinkommens, der auf die Löhne entfällt, geringer wird und der Anteil des Gesamteinkommens, der auf Kapitaleinkommen entfällt, also auf Zinsen, Dividenden, Mieteinnahmen etc., dass der steigt. Das, und da meistens, also da tendenziell reichere Menschen mehr Kapital haben, ist das auch ein weiterer Faktor, dass die Einkommensungleichheit steigt. Also insgesamt steigende Einkommensungleichheit sehen wir in den letzten Jahrzehnten schon, wird höchstwahrscheinlich von der Digitalisierung weiter vorangetrieben werden. Und jetzt sehen wir gleichzeitig, das ist jetzt nur bis in die 1990er Jahre, aber das kann man fortführen, hier die Wachstumsraten über die Jahrzehnte hinweg für verschiedene Hocheinkommensländer. Ich spreche erstmal nur über Hocheinkommensländer, nicht über den globalen Süden. Sieht man, dass die Wachstumsraten zurückgegangen sind und das kann man auch jetzt in das neue Jahrhundert fortführen. Also wir haben steigende Ungleichheit, wird von der Digitalisierung vorangetrieben, wir haben sinkende Wachstumsraten. Meine Analyse wäre, und da gehen die Meinungen auseinander, meine Analyse wäre, dass diese steigende Ungleichheit ein treibender Faktor für die sinkenden Wachstumsraten sind, eben weil die ärmeren Menschen, deren Einkommen nicht steigt oder sogar sinkt in den letzten 20 Jahren und dadurch die Kaufkraft fehlt und das Wachstum nicht weiter vorangetrieben wird. Diese Tendenzen werden aus meiner Sicht von der Digitalisierung weiter verstärkt werden. Auf was für eine Gesellschaft laufen wir da jetzt gerade zu? Wir laufen auf eine polarisierende und weiter prekarisierende Gesellschaft zu, aus meiner Sicht. Hier, also es gibt ein Buch von Christoph Bartmann, das heißt Die Rückkehr der Diener, finde ich sehr lesenswert. Und hier sozusagen die Diener per se, die Minions, wer von Ihnen den Film kennt, weiß, das sind die Diener per se. Wir laufen also auf eine Gesellschaft zu, auf der auf der einen Seite recht gut verdienende Menschen, entweder weil die einen hochverdienenden Job haben oder weil sie viel Kapitaleinkommen haben, die gibt es auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es eine zunehmende Anzahl von Menschen, die sich im Niedriglohnsektor mit prekären Jobs beschäftigen müssen. Und das hat, und ganz viele dieser Jobs haben direkt was mit Digitalisierung zu tun. Also wenn man sich den Lieferando-Lieferanten oder den Helpling, die Helplinge anschaut, also diese über Digitalisierung organisierten Jobs, die entstehen ja vor allen Dingen deswegen, weil die Menschen keinen Job finden, der irgendwie besser sozialversichert ist und besser bezahlt ist. Und das hat auch mit den Entwicklungen zu tun, die ich gerade gezeigt habe. Ich komme zu dieser Grafik zurück. Ich habe ja gerade gesagt, aus meiner Sicht ist die Digitalisierung eine Erklärung, jetzt nicht bis zu den 1990er Jahren, aber danach, dass dieser Trend sich gerade fortsetzt. Es gibt die Gegenposition, die sagt, die Digitalisierung ermöglicht sehr hohes Wachstum
Und das finde ich auch nicht unschlüssig, weil das erstmal, also wenn das stimmt, dass die Roboter und die Algorithmen die Jobs übernehmen, dann ist dann Wachstumspotenzial drin. Ja, dann können nämlich die Tätigkeit, also die Menschen, die früher die Autos produziert haben, die jetzt von Robotern produziert werden oder die im Bankgeschäft gearbeitet haben, wo jetzt die Algorithmen die Tätigkeiten übernehmen, die könnten potenziell irgendwas anderes herstellen. Also da ist Potenzial drin, dass wir Wachstum haben in der Zukunft. Das tritt aber aus meiner Sicht nicht ein, eben aufgrund der fehlenden Nachfrage, was ich eben gesagt habe. Eine ganz andere Frage ist jetzt aber, und jetzt kommt das Ökologische mit rein, eine ganz andere Frage ist, ob wir das überhaupt wollen würden, dass die Digitalisierung für mehr Wachstum benutzt wird. Und jetzt erkläre ich kurz den Graph und dann den Zusammenhang mit Digitalisierung. Also das sind unterschiedliche Formen von Entkopplung. Oben sieht man das BIP-Wachstum. Und dann gibt es zwei unterschiedliche Arten von Entkopplung. Also die beiden schwarzen Linien unten sind der Ressourcenverbrauch. Und wenn der Ressourcenverbrauch noch leicht ansteigt, aber nicht so schnell wie das Wirtschaftswachstum, wie das BIP-Wachstum, dann spricht man von relativer Entkopplung. Wenn es geschafft wird, dass es ein Wirtschaftswachstum gibt und gleichzeitig der Ressourcenverbrauch oder auch der Emissionsausstoß absolut fällt, dann würde man von absoluter Entkopplung sprechen. Was wir brauchen, und da habe ich jetzt leider keine Linie hier, was wir brauchen, ist die ausreichende Entkopplung. Und die würde eben noch, also die würde sozusagen hier unten irgendwo verlaufen. Wenn wir uns ansehen, gerade ist der IPCC-Report, eine neue rausgekommen, was wir machen müssten global, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Da müssen wir innerhalb von 20 Jahren, von 2010 bis 2030, den CO2-Ausstoß halbieren. Und bis 2050 müssten wir auf null Ausstoß CO2 runterkommen. Also das ist ein radikaler Abfall dieser Kurve. Gleichzeitig unter der Annahme, dass das Wachstum weiter voranschreitet. Aus dieser Wachstumsdiskussion wissen wir relativ sicher, würde ich sagen, dass das nicht funktionieren kann. Das zeigt sich auch schönerweise daran, dass diese IPCC-Szenarien, die da machen, also die haben fünf verschiedene Szenarien, die alle von Wachstum ausgehen und die kommen alle nicht da, also die kommen alle nur auf 1,5 Grad, wenn wir gleichzeitig ganz, ganz viel CO2 im Boden verbuddeln. Und wenn man sich das anguckt, die Technologien, die da vorausgesetzt werden, dass wir CO2 irgendwo lagern, da kann ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber es ist unhaltbar technologisch. Also die kurze Geschichte ist, man verbrennt ganz viele Pflanzen, ganz viel Biostoffe und captured dann, also wie sagt man, fängt dann das CO2 davon ein und lagert das irgendwo. Aber die Flächen, die man bräuchte, um all diese Nahrungsmittel, also diese Pflanzen anzubauen, die haben wir nicht. Oder dann hätten wir ein riesen Ernährungsproblem. So, vor diesem Hintergrund jetzt die These zu haben, dass wir die Digitalisierung nutzen für ein radikales Wachstum, ist aus meiner Sicht sehr realitätsfern. Also da muss die Digitalisierung zusammengedacht werden mit der ökologischen Frage. Dankeschön für den Zwischenapplaus. Ich gehe jetzt trotzdem darauf ein, welche Hoffnungen mit der Digitalisierung verbunden werden. In der ökologischen Frage. Es gibt eine recht einflussreiche Studie von GESI und Accenture, das sind unternehmensnahe Institutionen, deren zentrale Aussage ist, ICT can enable a 20% reduction of global CO2 emissions by 2030. Also die Digitalisierung ermöglicht zumindest eine 20%ige Reduktion, das ist ja schon mal eine ganze Menge. Das Witzige bei dieser Geschichte ist, dass selbst die, also die sehr hoffnungsvoll sind und auf die sich auch ganz viele, die Bundesregierung bezieht, Ministerien beziehen, dass diese 20% Reduktion sich auf eine Status Quo-Entwicklung bezieht, die von steigenden CO2-Ausstößen ausgeht. Also diese 20% Reduktion wäre dann im Endeffekt eine Nullentwicklung, also die CO2-Ausstoß bleibt über Zeit hinweg gleich, was uns den ökologischen Zielen nicht näher bringen würde. Warum soll jetzt die Digitalisierung ökologisch
was bringen. Da haben wir, glaube ich, gestern auch schon mehrere Beispiele gehört, deswegen mache ich das recht kurz. Beispiel Streaming, wir streamen und kaufen die DVD nicht mehr, deswegen brauchen wir den Ressourcenverbrauch der DVD nicht mehr. Beispiel selbstfahrende Autos, die selbstfahrenden Autos fahren an den Staus vorbei, bremsen nicht so viel, beschleunigen nicht so viel, deswegen seien sie effizienter. Bei den selbstfahrenden Autos, finde ich, kann man super sehen, weshalb das nicht funktionieren kann. Und zwar, wenn man sich vorstellt, man hat so ein Auto, in das man sich reinsetzt, in dem man Filme gucken kann, schlafen kann, telefonieren kann, arbeiten kann, dann wird man höchstwahrscheinlich viel mehr mit diesem Auto fahren. Also diese Zukunftsvision von einem wirklich selbstfahrenden Auto, also in dem man wirklich nicht mehr am Steuer sitzen muss, würden höchstwahrscheinlich mit einer Explosion des Automobilverkehrs einhergehen, das wiederum ökologisch überhaupt nicht haltbar ist. Neben den Rebound-Effekten ist die materielle Basis der Digitalisierung eine wichtige Erklärung, weshalb es nicht wirklich zu ökologischer Entlastung beitragen kann. Hatten wir gestern auch schon mehrfach, deswegen mache ich auch das kurz. In den Endgeräten, in den Rechenzentren, in der Netzinfrastruktur und in den Daten, die durch das ganze System durchfließen, stecken extrem viele Ressourcen und Energieverbrauch drin. Die Argumentation ist also immer von der positiven Seite, wir haben Effizienzpotenziale und das stimmt auch, das würde ich auch so bezeugen und da kann man auch drauf aufbauen. Gleichzeitig gibt es aber eben immer die materielle Basis, auf der die Digitalisierung basiert und Rebound- und Wachstumseffekte, wie ich sie gerade beim selbstfahrenden Auto skizziert habe. Jetzt die Frage, okay, was bringt die Digitalisierung jetzt insgesamt so? Das eine ist, der Stromverbrauch des Internets und all der Geräte, die damit vernetzt sind, wäre, wenn man sich den Ländervergleich anguckt, inzwischen das drittgrößte Land hinter China und den USA. Diese Zahl anders ausgedrückt ist, 10% des globalen Stromverbrauchs geht vom Internet und den daran hängenden Geräten aus. Das ist also eine signifikante Größe. Gleichzeitig sind es nur 10%. Also wenn wir jetzt zumindest über den Strom weltweit sprechen, und Strom ist ja nur ein Energiebestandteil, also ein Bestandteil des Energiesystems, dann ist es signifikant, aber es gibt eben noch die 90 anderen Prozent. Es wird allerdings vorhergesagt, dass der Energieverbrauch Informations- und Kommunikationstechnologien bis 2030 stark ansteigen wird. Also es wird höchstwahrscheinlich die 10% werden noch größer werden. Und jetzt habe ich da wieder keine Grafik zu. Ich bin immer noch bei der Frage, okay, ist die Digitalisierung jetzt positiv oder negativ, zum Beispiel für den CO2-Ausstoß? Ich arbeite gerade an einer Studie, mein Co-Autor sitzt hier vorne, Thomas Kopp, in dem wir uns unterschiedliche Länder angucken, über Zeit hinweg, und betrachten die Länder, die sich schneller digitalisieren, entwickeln die sich besser oder schlechter, was den CO2-Ausstoß anbelangt. Und es ist nicht so ganz, also wir sind noch nicht fertig mit der Studie, es sieht gerade danach aus, dass sozusagen die Digitalisierung auf der Produktionsseite eher schlecht für die Umwelt ist und die Digitalisierung auf der KonsumentInnenseite, also wenn wir uns digitalisieren, eher positiv ist. Wie gesagt, wir müssen das nochmal durchrechnen. Was wir aber an den Zahlen schon ziemlich genau sehen können, ist, dass die Digitalisierung jetzt keine irgendwie revolutionären Fortschritte bei den CO2-Ausstößen bringt. Also es bringt uns nicht, und jetzt komme ich zu der Grafik zurück, es bringt uns eben nicht auf diesen hier nicht eingezeichneten Pfad der ausreichenden Entkopplung, der hier radikal runtergehen würde. Jetzt die Frage, wenn die Digitalisierung es nicht bringt, zumindest so, wie sie jetzt gerade angewandt wird, was machen wir denn dann? Und ich würde sagen, wir müssen, ich frage mal kurz, wie viel Zeit habe ich noch? Okay. Der erste Schritt aus meiner Sicht ist, die richtige Frage zu stellen. Die Frage, die ich hier gerade gestellt habe und die aus meiner Sicht oft gestellt wird, ist, was bringt die Digitalisierung ökologisch? Das ist aus meiner Sicht inzwischen die falsche Frage. Die richtige Frage aus meiner Sicht wäre, welche Rolle kann und soll die Digitalisierung in einer sozial-ökologischen Transformation spielen? Also aufhören, darüber zu sprechen, wie die Digitalisierung die Welt verändert, sondern an die bestehenden Diskurse der Wenden, der Verkehrswende, der Ernährungswende, der Energiewende anknüpfen,
diese Konzepte, wie unsere Gesellschaft und Ökonomie umgestaltet werden muss, um nachhaltig zu werden, und dann zu überlegen, welche Rolle kann die Digitalisierung darin spielen. Das ist aus meiner Sicht die zielgerichtetere Perspektive. Was wir in unserem Buch dann machen, ist, drei Leitprinzipien herauszustellen, wie die Digitalisierung innerhalb solch eines Mindsets gedacht werden kann und sollte. Mache ich hier auch nur ganz kurz. Die drei sind digitale Suffizienz, konsequenter Datenschutz und Gemeinwohlorientierung. Digitale Suffizienz geht zum einen darum, wie kann die Digitalisierung an sich sozusagen leichter werden, also wie schwer ist ein Bit. Die Digitalisierung sollte leichter werden, weniger Geräte, länger nutzen, die Software so programmieren, dass die weniger datenintensiv wird. Und zum anderen die Digitalisierung nutzen, um suffiziente Lebensstile zu ermöglichen. Bringe ich gleich noch ein Beispiel, was suffiziente Lebensstile sein könnten. Konsequenter Datenschutz geht auf die Bürger- und politischen Rechte ein. Privacy by Design, Datensuffizienz, Dateneigentum der Nutzer. Da geht es also darum, unsere Demokratie zu erhalten innerhalb dieser Transformation. Und Gemeinwohlorientierung knüpft an das an, was ich eben gesagt habe. Eben nicht diese Entwicklung, wo die Digitalisierung jetzt eingewoben ist, dass die Ungleichheit weiter steigt. Auch, dass es eine Machtkonzentration gibt, da habe ich jetzt noch nicht drüber gesprochen, sondern eben die Digitalisierung dafür nutzen, dass die Automatisierungsgewinne gerecht verteilt werden. In Deutschland, in der EU, global. Jetzt ein paar Positivbeispiele, wie sowas aussehen könnte. Wo die Digitalisierung aus meiner Sicht eine positive Rolle spielen kann, ist in der Energiewende. Wenn wir wirklich auf 100% Erneuerbare, und zwar am besten dezentral, umsteigen wollen, dann kommen wir, glaube ich, um bestimmte digitale Tools nicht drum rum, weil die Sonne nicht immer scheint und der Wind nicht immer weht. Deswegen muss sich die Nachfrage ein Stück weit dem Stromangebot anpassen. Und dafür brauchen wir smarte Geräte, die sich dann einschalten und ausschalten, wenn der Strom eben da ist oder nicht da ist. Ein anderes Positivbeispiel könnte sein, jetzt nicht die selbstfahrenden Autos, sondern könnte sein im Mobilitätsbereich, wenn die Digitalisierung eben innerhalb der bestehenden Konzepte der Verkehrswende gedacht werden. Also wenn wir stark auf öffentliche Verkehrsmittel und auf Fahrräder und Fußgänger setzen, dann kann die Digitalisierung dabei helfen, zum Beispiel, also es gibt ja schon, ich weiß nicht, viele kennen wahrscheinlich am ehesten Google Maps, es gibt ja schon die Möglichkeit zu sagen, ich will von A nach B, und dann sagen mir Apps, wie ich da hinkomme. Die könnten aber durchaus noch gut weiterentwickelt werden, nämlich dass ich auch einfach bezahlen kann und dass mir die Angebote noch stärker aus einer Hand geliefert werden. Das würde aber eben beinhalten, dass auf politischer Ebene, dass auf gesellschaftlicher Ebene der öffentliche Verkehr ausgebaut wird und das deswegen viel attraktiver wird, den zu nutzen, als das Auto. Das waren jetzt zwei Bereichsbeispiele, Energie und Verkehr. Insgesamt brauchen wir eine transformative Digitalpolitik, jetzt auf politischer Ebene. Und da nehme ich nur drei Aspekte raus, mit der wir, glaube ich, versuchen könnten, die Digitalisierung für eine sozial-ökologische Transformation nutzbar zu machen. Das eine wäre eine digital-ökologische Steuerreform. Wenn in der Digitalisierung so viel Energie und Ressourcen drin stecken, dann müssen die teurer werden, sodass Anreize geschaffen werden, dass die Digitalisierung eben anders programmiert wird, sodass sie ressourcenleichter ist. Die kurze Vollzeit wäre eine Antwort darauf, dass wenn wirklich signifikant viele Arbeitsplätze durch Roboter und Algorithmen wegfallen, dass wir das dann nicht für Wachstum nutzen, sondern für eine Postwachstumsökonomie, in der trotzdem noch Menschen einen Job finden können. Großkonzerne zerschlagen, ich konnte jetzt aus Zeitgründen gar nicht auf die Machtkonzentration eingehen, haben wir heute Nachmittag noch eine Session zu, ist aber aus meiner Sicht, aus politischer Perspektive, müssen wir auf jeden Fall irgendwie damit umgehen, dass es da gerade so eine wirklich verrückte Machtkonzentration gibt. Ich habe es hier mal provokativ mit Großkonzerne zerschlagen angedeutet. Und aus meiner Sicht wäre, wenn wir das so denken, Digitalisierung für eine echte sozial-ökologische Transformation, dann könnten wir wieder zu der nicht eingezeichneten Linie hier unten zu einer radikalen Reduktion kommen. Und lasst mich mit diesem letzten schönen Bild enden. The only sustainable growth is degrowth. Diese Debatte kennen wir ja schon seit vielen Jahren. Und ich würde sagen, auch im Zeitalter des Smartphones hat sich diese Perspektive nicht verändert. Vielen Dank.